Ich möchte mit dir schlafen. Wo denn? Am Fluss. Durchfallfarbene Hähnchenfleisch. Guck, die antwortet mir. Guck mal. Das hier, das ist ein Naturschutzgebietsee. Hier fallen Vögel auf das Wasser drauf. Die machen Seemannskörper rein. Also besonders in der Sommerzeit sind es ganz viele Vögel, die das machen. Ich wäre ein Ziegenmilchgesicht mit Schamhaaren, die da dran wachsen. Das finde ich toll. Ich zeige dir gleich, wo ich schon mal zweimal drunter geschlafen habe. Jawohl. Genau hier habe ich zweimal drunter geschlafen. Okay. Und das geht die ganze Nacht so lang. Ey. Ist eine richtig geile Geräuschkulisse. Da weißt du, was die Nacht über gehört hat. So, wir haben jetzt den perfekten Platz gefunden. Am Fluss. Das ist ein richtig gechillter Platz, ein richtig guter Schlafplatz. Und hier werden wir gleich grillen und Feuerchen machen. Oh ja, hier werden wir unseren Schlafplatz aufbauen. So, ich bin gerade dabei, das Tarp aufzubauen und es hat angefangen zu regnen. Also hier tropft das hier rum. Und hier machen wir Lagerfeuer. Es wird uns alle später so richtig verräuchern. Wir werden so richtig nach Rauch stinken. Jetzt wird mein Gasgrill so richtig benutzt. Ich werde dich gleich zum Essen einladen. Oh, da freue ich mich aber. So, ich werde jetzt versuchen, das Grillfleisch zu wenden, umzudrehen. Das klebt hier rum. Na. Ah, Scheiße. Nein. Es muss da natürlich runterfallen. Der ganze Dreck muss weg. Oh Scheiße. Meine Gaskartusche ist leer gegangen. Ich habe noch eine Ersatz-Dings mit. Ach, das ist zu viel gemacht. Ich bin eine richtige Drecksau. Das Fleisch verbrät. Oh ja, es wird wieder Zeit, das Fleisch zu wenden. Na, das ist ja richtig ekelhaft. Fleisch wenden ist schwierig. Und jetzt? Guck mal hier. Das ist Kräuterbaguette. Das wird jetzt auch gebraten. Ich werde das da draufstellen. Das Fleisch ist auf den Scheißteller draufgetragen. Und jetzt wird dieser Baguette gebraten. Oh ja, jetzt werden diese Dinger hier auch mit gebraten. Börek. Gegrillt heißt das genau. Schön, dass du mich zum Essen eingeladen hast. Das Fleisch ist durch. Das ist genauso durch wie mein Kopf. Das ist richtig geil. So, die neuen Fleischstückchen sind drauf. Die müssten jetzt gewendet werden. Die sind noch voll lapprig. Die müssen fest sein. Die müssen genauso durch sein wie mein Kopf. Die müssen sich beeilen, die Dinger. Was sagst du, ist das ein Scheißfleisch, wenn die sich das nicht beeilt? Es muss fertig werden. Haben wir lecker meinen Nudelauflauf, Nudelsalat. So, hier übernachten wir heute. Guten Morgen, wir sind wach. Und die Sonne, die strahlt auf unseren Kopf drauf. Das ist cool. Das war ein voll cool Pennplatz gewesen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich bin eine Urinalbecken-Kalkablagerung vom allerletzten öffentlichen Toilette. Und das Wetter ist heute voll cool, aber es hat manchmal scheiße geregnet. Wenn ich das hier nicht aufgebaut hätte, dann hätte es die ganze Zeit auf unser Kopf getropft. Oh, und uns fällt auf, dass hier, das räumen wir dann später weg, aber da lag noch ein Stückchen Fleisch rum. Und dieser Fleisch, der ist irgendwie abgehauen über Nacht. Der ist verschwunden plötzlich. Der lag hier auf diesem Teller drauf. Ich bin damals vom Wickeltisch gefallen. Ich habe da einen Seemannskörper runtergemacht. Das war nicht zu empfehlen. Das hat einen Knacks weggemacht. Das hat sogar mehrere Knacks weggemacht. Oh ja, die Koffeinherstellung ist abgeschlossen. War das blubbert genauso wie mein Mund, wenn mich ein Fuchs gebissen hat.
Ja, noch ein bisschen zu heiß, aber draußen in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Sieht voll verschmiert aus. Voll Fettschiff, voll Fettschiff, voll Fettschiff. Schiff mit Fett dran, voll Fettschiff. Jetzt werden Holzbalken gespaltet. Das Holz wird angemacht. Es wird zwar so langsam, aber wir brauchen genau dieses Luft, was in meinem Kopf drin ist. Ja, ganz viel Luft. Aber ich bin zu faul dafür, meinen Kopf aufzuhebeln, um das freizulassen. Damit ich das dagegen schieben kann, dieses Luft. Guck mal, wir werden hier belästigt. Das Feuer brennt gut. Aber es fängt an zu regnen. Ja. Das tropft auf unseren Kopf drauf, das nervt. Es wird Samyang gemacht. Samyang schießt. So, jetzt schauen wir mal. Ah, Wasser kocht. So, meine Vorspeise ist angerichtet. Du kannst die Spieße machen. Jetzt werden Spieße gebraten. Die werden jetzt so richtig durchgegrillt. Die sehen voll cool aus. Die werden gleich so richtig cool aussehen. Ich mag das zu fressen. Die müssen cool sein gleich. Ich habe noch nie Spieße auf diesen Grill hier gebraten. So, weil hier an diesem Grill etwas verstopft ist, dass der nur ganz, ganz viel zu leicht funktioniert. Also da kommt zu wenig Flamme durch. Haben wir jetzt die Grillspieße hier hingelegt, damit die hier auf dem Feuer gegrillt werden. So, Essen ist fertig. Das ist voll cool fressen. Guten Morgen. Es regnet hier rum. Es regnet hier schon den ganzen Morgen rum. Und guckt euch mal diese Streifen hier an. Das ist Wasser, was von dort hier runter tropft. Und dann auf uns drauf. Oh, da war eine kleine Pfütze drauf. Und guck mal hier, wir haben hier diese Grabkerzen die ganze Zeit angehabt. Damit es romantischer aussieht. Frühstück ist fertig. Das ist ein richtiger Siffweg, aber wir müssen da durch. Ja, links, rechts, Kombi. Schub, Schub. Er braucht Schub. Kleiner Abglitscher, aber noch gerade so gerettet. Schub, Schub. Wegglitsch, aber wieder gefangen. Sehr gut. Note 3. Ja. Yeah. Durch die Modder geschafft. Das war ein richtig widerlicher Ranzweg gewesen. Mit Schleim dran.